We're calculating where Godzilla will most likely hit the shore. So, jetzt hier. Area 4. Enemies, also unbekannt. Der Anführer ist Hatogaya. Und ja, dann schauen wir mal. Godzilla is on the move. He's taken the exact route we predicted. Okay, also die haben damit gerechnet, dass Godzilla kommt. I know he means us no harm. Ja, und er denkt halt, dass Godzilla nett ist und uns nichts Böses will. Ja. Mann, okay. Ja, haben wir die ersten Panzer. Ja, komm du auch noch? Dankeschön. Godzilla has entered the data collection squad's area. Ah, da können wir direkt mal hier ein Foto machen. Aber das dauert immer mit den Fotos. Mach doch. By collecting data, we are able to discover new strategies we can use to employ against Godzilla. Mach das. Dann können sie die X und die X2 und Garuda und Mechagodzilla und ich weiß nicht was alles bauen. Ich finde schön, dass sie da so ein bisschen, also auch so nach der Geschichte von den Filmen gehen. Finde ich ganz gut. Haben sie echt gut eingefangen. So, und jetzt hier die Tanks. Ja, jetzt. Okay, das Desaster-Level ist jetzt ungefähr halb voll. Also wenn da steht ja jetzt noch 0-1, also wir sind im ersten Level. Wenn der Balken dann voll ist, dann geht's ins nächste Level und dann kommen halt stärkere Einheiten. Und ich glaube, das geht bis Stufe 4 oder 5 oder so ähnlich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, hier. Wenn wir den Hafen zerlegen. Nehmen wir auch direkt den Generator hier mit. Oh, ich habe da ein Fotobild übersehen. Mist. Godzilla has reached Zone 4. Autsch. Und was ich sehr begrüße, dass es hier kein Minilla gibt. Also diesen Mini-Godzilla. Mein Glück haben die den hier nicht eingebaut. Also ich meine, die zweite Version von Minilla geht ja. Aber die erste, die kann ich absolut nicht ab. Ich mag den nicht. Also die erste Version. Die zweite ist toll, die ist süß. Aber den ersten mag ich nicht. Der sieht irgendwie aus wie so ein Michelin-Männchen. Nur in grün. So. Ich glaube, das liegt aber auch an einem Film, den ich mal gesehen hatte, also ein Godzilla-Film, der war von Ende der 60er. Der war richtig schlimm. Also der ist auch, glaube ich, nie aus Japan rausgekommen. Und also ich habe den auf Japanisch geguckt, ich kann aber eigentlich kein Japanisch, aber naja, man versteht ja trotzdem irgendwie die Handlung, wenn man einen Film guckt. Und da ging es halt irgendwie um den Jungen, der wohl irgendwie in der Schule oder so gemobbt wird. Und dann träumt er sich auf die Kaiju-Insel. Also damals war das so, dass die ganzen Monster auf eine Insel gepackt wurden. Und da trifft er dann auf Minilla und Minilla ist dann irgendwie genauso groß wie er, aber dann irgendwie, weiß nicht, 5 Minuten später ist Minilla dann so fast so groß wie Godzilla und boah, dann war das irgendwie so ein. Ja, also dieser Film, der war dann eigentlich nur so. Es wurden also Kampfszenen aus den anderen Filmen genommen und da einfach reingeschnitten. Das war schon sehr low effort. Also, der war schon echt nicht so gut, der Film. Ich glaube, das ist auch der Godzilla-Film, den ich am wenigsten mag. Das war halt so irgendwie so ein Kinderfilm, aber also ganz, ich weiß auch nicht, ganz merkwürdig. Godzilla has reached Zone 3.
Was ich halt bei den Filmen so schade finde, die haben ja sehr oft die Geschichte immer und immer wieder neu erzählt und neu erfunden. Und die hatten ja stellenweise echt gute Ansätze, also wie zum Beispiel mit diesen Außerirdischen, ne? Die auch nachher King Ghidorah und Gigan und all die dann auf die Erde gebracht haben. Oder ja, dieses Ding, dass dann auf einmal auch Godzilla die ganze Welt bedroht und nicht nur Japan. Wie gesagt, die hatten schon sehr viele gute Ansätze. Oder zum Beispiel mit Hedorah. Wie hieß jetzt Hedorah nochmal? Im Deutschen hieß der Hydrox, genau. Ich komme da nicht drauf. Weiß nicht, warum sie den so genannt haben. Also dieses Umweltmonster, da sind die ja dann auch zum Beispiel so Sachen wie Umweltverschmutzung und so weiter angegangen. Die hatten schon gute Themen. Unidentified creature confirmed. It's arriving shortly. Da kommt ein neuer Kaiju. Ich meine, die ersten zwei Godzilla-Filme, das waren ja eigentlich, also vor allem der erste, der war ja so ein richtiger Horrorfilm, ne? So. Da war ja nicht wirklich irgendwas lustig oder sonst was, das war ja wirklich Angst, ne? Und das war ja auch das, was Godzilla eigentlich ausmachte, das war ja praktisch, Godzilla war ja die personifizierte Angst der Japaner vor einer weiteren Atombombe. Und dieser unsäglichen Kraft davon. Und über die Jahrzehnte... Ach, guck mal, da ist Hydrox. Das Umweltmonster. Gerade noch von gesprochen. Wo ist er denn? Da hinten. Komm mal her. Ja, der ist halt aus Umweltverschmutzung entstanden. Da hat sich immer mehr Umwelt... verschmutzende Stoffe und sowas so angesammelt und daraus wurde dann so gesehen hier Hydrox. Erste Auftritt von denen war 71 und das ist ja auch so die Zeit, wo es so mit Umweltschutz und so weiter anfing, ne? Dass die Leute sich anfingen Gedanken zu machen. Da gibt's mir aber gerade böse. Nein, komm hier, Atem. Atomatem. Aua. Jetzt aber, komm. Rein da. Und jetzt Ansturm. Ja, und wie gesagt, Hydrox war dann so wieder ein neuer Ansatz. Oder Hedorah, dass man sagte, so jetzt, also damals war es halt Godzilla mit Atombombe und jetzt ist es halt Hedorah mit Umweltverschmutzung. Und eigentlich war das Thema ganz gut. Es war auch nicht schlecht, also der Film war auch nicht so schlecht. Aber, naja, die haben halt auch viel Gutes dann entwickelt, was sie dann wieder haben fallen lassen, weil sie irgendwie wieder ein Reboot gemacht haben. Na, er lässt mich nicht. Jetzt aber. Aha. Hedorah has gone down. Ja, richtig so. Now that Godzilla has defeated his enemy, he's sure to turn his attention to the generator. Ja, also jetzt, wo Godzilla seinen Gegner besiegt hat, wird er sich wahrscheinlich wieder dem Generator zu widmen. Also widmen, und das stimmt. So, die Daten haben wir gesammelt, das ist sehr gut. Dann haben wir hier noch den Generator, den mache ich direkt mal als erstes. Und dann haben wir da hinten noch ein bisschen. Und dann haben wir's. Wir sind ja schon bei 93% Vernichtung. Mist, war nicht nah genug. Ja, komm schon. Ja, komm noch einmal. Jo. Gut. Haben wir nur noch einen Generator.
Na, das ist aber frech. Hier LNG. Machen wir mal kaputt hier. Uff, so geht das. Oh, da ist noch ein Kriegsschiff. Guck mal. Müssen wir unbedingt noch Hallo sagen. Hallo. Ja, so war das hier anscheinend ein LNG-Terminal. Tja, Pech gehabt. Nicht? So, wir haben eine Destruktionsrate von 100%. Das ist doch sehr schön. Machen wir noch den Generator weg. Und dann sind wir hier auch immer wieder durch. Und auf 68 Meter schon. Ja, alle Generatoren in dem Gebiet wurden zerstört. Godzilla survived. Ja, Godzilla hat überlebt. I'm bitterly disappointed we couldn't get through to him. Ja, also er ist sehr enttäuscht, dass sie keinen Zugang zu Godzilla gefunden haben, nicht mit ihm reden konnten und so. Also hier, 8 Meter gewachsen, das ist doch schön. Where is Godzilla heading? Ja, wo gehen wir hin? Geh mal wieder easy, ne? Mach mal easy, habe ich ja gesagt. Das sieht aus wie das Rathaus, ne, in Tokio. Oder ist das Tokio? Ja, das sieht man öfter in den Filmen, dieses Gebäude. Godzilla approaches. I have to keep my cool. Ja, Godzilla kommt, ich muss cool bleiben. I had hoped to avoid raising the disaster level. A fierce contest will cost us dearly. Also eigentlich möchte ich den Disaster Level nicht hochschrauben, weil das wird teuer. Aber wenn ich mir hier die ganzen Gebäude angucke, ich glaube, das gibt nichts. Also mit dem nicht hochschrauben. The data collection squad is requesting orders. Ja, machen wir erstmal ein Foto hier. Ja, so sieht die Stadt vorher aus. Data collection is complete. Ja. Ach, ups, da bin ich gestolpert. Oh, schon wieder. Nein, nein, nein. Das ist mir jetzt aber auch peinlich. So. Oh, wenn man sich das mal vorstellt, ne, man hockt an diesem Haus drin und dann kommt da auf einmal so ein, ja, fast 70 Meter große Echse und man guckt ziemlich böse. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Na, guck mal hier, sind noch jede Menge Gebäude. Machen wir hier mal eine Explosion, so, zack. Guck mal. Alles schön mitnehmen. Begin your assault. Godzilla is on the rampage. Ja. Mal sagen, dann nehmen wir uns doch mal direkt hier den Generator zur Brust. Autsch. Und Ansturm. Generator offline. Only one generator still operational. Ey, die haben hier nur zwei Generatoren? Okay, na gut. Mal gucken, ob hier auch gleich wieder ein Kaiju kommt. Es ist ja nicht verkehrt, wenn wir das ganze Material da erstmal mitnehmen, ne, fürs Upgraden und so. So. Können wir hier ein Foto machen? Ja, schön die Kamera gucken. Hallo. Aber nicht lächeln. Das ist ein Passfoto. Ernst gucken. So. Alles klar. Hey, we're sitting ducks here.
doch noch Panzer. Guck mal, da. So, wo geht das? Nein, ich wollte eigentlich... Ach, haben wir schon? Oh ja, gut. Die Reichweite von den Punkten ja noch größer, als ich dachte. Ja, ich mach schon mal weiter, ne? Die redet und redet. Ich seh nix. Hier ist zu viel Schutt, der rumliegt und rumfliegt. Ja, das ist so fiese Abwehrtürme. Sind nicht nett. Die schießen auf mich. Die mag ich nicht. So. Sehr schön. Oh, der ist gleich noch so. Dann machen wir mal den und versuchen den mal. Auch wegen den Gebäuden dahinter. Nee. Das ist doch das Rathaus, oder nicht? Ich meine, das ist das Rathaus von Tokio. Da ist auch King Kong im... Boah, welcher war das? Vierte oder fünfte Teil? Ist er doch darauf geklettert. Und Godzilla hat den bekämpft. There's nothing to be done. I'm raising the disaster level. Ah, das Disaster-Level wird gesteigert. Und jetzt kommen wir auf Stufe 2. Genau, auf 2. Und jetzt hören wir auch gleich die tolle Musik von den Menschen, also von der D-Force. Ja. Ja, jetzt kommen sie mit ihren Flugzeugen und Raketenwerfern und machen uns die Hölle heiß hier. Habe ich noch so eine Explosion? Sehr schön. So, das waren die Panzer. Ups. Ja, und umso höher das Desaster-Level, umso schwieriger wird es natürlich, ne? Ist ja klar. Sehr schön. Machen wir jetzt noch den Generator und dann haben wir... Ja gut, 98%, aber... Könnte denn das Gebäude noch sein? Ich sehe hier nichts mehr. Vielleicht noch irgendwelche Bodentruppen, Panzer oder sowas bestimmt. Oh nein. The mission is a failure. Tja. Why couldn't I get through to you? Also der möchte immer noch mit Godzilla quatschen. ja, 4 Minuten, 98%, 7,30 Meter. Wir sind jetzt 75 Meter, fast 76. Uiuiui. Where is Godzilla heading? Ja, wir bleiben hier mal. Bleiben einfach oben. Stage 5. Schade, dass in der letzten... Oh, schön. Also eine richtig schöne Stadt hier zum Platz machen. When you consider things from humanity's perspective, Godzilla's appearance is a disaster in and of itself. Ja, also ich frage mich, warum im letzten Ding kein Kaiju kam. Also in der letzten Map. Das ist schade. Guck mal hier, so ein Bus. Der ist gerade mal so groß wie ein Zehennagel von uns. Oh, da ist ein Panzer. Godzilla has reached Zone 2. Hier kann man doch irgendwo ein Foto machen, oder? Ja, guck mal. Data collection seems to be complete. Ah, schön. So, ja, Data Collection und nochmal eine Explosion. Godzilla has reached
Da scheint ja auch nur einen Generator zu geben. Und wir haben 80 Meter erreicht. Sehr schön. Ah, da kommt ein anderes Kaiju. Nein, noch nicht aufgeladen. Komm, lad auf. Ach, das war blöd. Kann man den Turm hier zerstören? Oh ja. Oh, das geht. Godzilla has reached Zone 5. Third squad. Begin your assault. Was das? Und dann war ja hier noch. Ah, der ist auf der anderen Seite. Schade. So, was ist denn hier mit dem anderen? Ah ja. An unidentified signal. Image coming in now. Was haben wir denn? Oh, Mechagodzilla. Ja, wo ist er? Hinter mir. Oh, das könnte ein harter Kampf werden. Aber es ist ja, glaube ich, erst noch. Ja, das ist noch die erste Version. Ja, Mechagodzilla trat das erste Mal 1974 auf. In King Kong gegen Godzilla. Also, ich habe früher viele oder oft Frankenstein und King Kong benutzt. Die haben auch mal zum Beispiel Jet Jaguar, also diesen großen Kampfroboter von den Menschen, den haben sie auch mal King Kong genannt. Ich weiß gar nicht warum. Das scheint irgendwie, aber das ist irgendwie die Übersetzung von den Godzilla-Filmen ins Deutsche, die sind sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also wirklich äußerst merkwürdig. Und dann haben wir noch ein paar Panzer. Hier sind noch ein paar Gebäude. Godzilla has reached Zone 4. Second squad, begin your assault. So. Und dann machen wir uns den Generator platt. Ouch. All generators in the area are destroyed. The area has been destroyed by Godzilla. Yeah. How wrong I was to think we were getting somewhere. I guess we never were on the same wavelength. Ja, also Godzilla hat wieder eine Area vernichtet. 82 Meter, das ist sehr schön.